Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Zu Beginn meiner Rede möchte ich zunächst einmal der Ministerpräsidentin danken, die, wie ich finde, in sehr angemessener Weise erstens das Gedenken an die Opfer hier mit uns gemacht hat und die auch in sehr ruhigem Ton Orientierung gegeben hat und die Inhalte, die heute zu sagen sind, die wir heute wissen können, vorgetragen hat. Liebe Kolleginnen und Kollegen, im Fall Amri brauchen wir vorbehaltlose und umfassende Aufklärung, auch und gerade weil Wahlkampf ist. Und deswegen unterstützen wir auch das Vorhaben der Landesregierung, hier einen unabhängigen, und ich betone unabhängigen, Sondergutachter zu bestellen. Dieser wird, so glauben wir, schnell und umfassend für Klarheit sorgen in den Unterlagen. Denn auch wir Grüne haben viele Fragen, und wir wollen diese Fragen vorbehaltlos und ohne jede Scheuklappen stellen können. Und wir werden das auch weiterhin so tun. Und wir brauchen Aufklärung in genau zwei Richtungen. Erstens, gab es Fehler bei den Behörden und Institutionen? Und wenn es welche gab, welche Konsequenzen sind daraus zu ziehen? Und zweitens müssen wir unsere Erkenntnisse aufgrund unserer Erkenntnisse und nicht aufgrund vorheriger politischer Programme, Gesetze und Regelungen ändern und die möglicherweise an die Gefahrenlage anpassen. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, ohne Scheuklappen aufzuklären, da haben wir offensichtlich eine unterschiedliche Einschätzung zwischen CDU und uns. Die CDU betreibt doch hier ein Doppelspiel. In Berlin verhindern sie eine Sitzung des Bundestagsinnenausschusses und in Nordrhein-Westfalen können die Gremien gar nicht schnell genug zusammentreten. Nur ein Schelm käme möglicherweise auf die Idee, dass es daran liegen könnte, dass in Berlin ein Bundesinnenminister von der CDU gestellt wird und hier der Innenminister von der SPD. Während hier im Landtagsinnenausschuss seitenlang Fragenkataloge innerhalb von wenigen Tagen beantwortet werden, und ich finde das auch gut so, sieht sich der Bundesinnenminister, Herr Kollege Laschet, nicht in der Lage, eine fristgerechte Beantwortung der Kleinen Anfrage der Grünen Bundestagsfraktion, die Frist ist gestern Abend abgelaufen, vorzunehmen. Das ist das Aufklärungsinteresse des Bundesinnenministers in dieser Frage. Aber obwohl das alles so schwierig ist, diese Fragen zu beantworten, hatte der Kollege de Maizière schon wenige Tage nach dem Anschlag alle Antworten und Schlussfolgerungen fix und fertig auf dem Tisch und hat sie präsentiert. Und Herr Kollege Laschet, damit hier kein falscher Eindruck in der Öffentlichkeit entstehen kann, Sie sind, ohne uns zu fragen, in der Lage, einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss für den Landtag zu beantragen. Suggerieren Sie nicht, wir würden Sie daran hindern. Stellen Sie den Antrag, dann gibt es einen Untersuchungsausschuss. Und ein Punkt, den der Kollege Stamp eben angesprochen hat. Wir hatten Ihnen angeboten, und Sie hatten ja auch durchaus Bereitschaft erklärt, damit zu arbeiten, ein gemeinsames Gutachten der Parlamentsfraktion zu beauftragen. Und deswegen ist es auch egal, welche Einschätzung die Landesregierung gibt, denn das Parlament kontrolliert die Regierung und nicht die Regierung das Parlament. Und deswegen wäre es gut gewesen, wenn wir ein gemeinsames Gutachten mit gemeinsamen Fragen hier beauftragt hätten. Das ist leider nicht gelungen. Sehr schade. Bevor jetzt also die Fragen offensichtlich aufgeklärt sind und bevor offensichtlich ein Untersuchungsausschuss seine Arbeit gemacht hat, hat der Bundesinnenminister reflexhaft seine Anforderungen und Gesetzesverschärfungen auf den Tisch gelegt. Mehr Video- und Telekommunikationsüberwachung, neue Strafverschärfungen, der Einsatz der Bundeswehr im Innern, weitere Befugnisse und geringere Kontrollen der Nachrichtendienste und damit eine immer größere Aushöhlung unserer Grundrechte ohne für uns erkennbaren oder gar messbaren sicherheitspolitischen Mehrwert. Das ist, liebe Kolleginnen und Kollegen, keine seriöse Antwort, die auf der Auswertung von Fakten beruht. Und das gilt auch für die Unionsfraktion hier im Landtag, die ohne Auswertung der Fakten diese Kiste ausräumt und alle sicherheitspolitischen Maßnahmen, die Sie immer schon mal gefordert haben, hier auf den Tisch legt. Das sind Ladenhüter, die die Antwort nicht verdienen. Und ich frage Sie, haben Sie eigentlich keine Fragen an Herrn de Maizière? Wir hätten da schon einige. Zum Beispiel, was ist denn gewesen, als das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge jahrelang
meterweise Anträge aufgehäuft hat, wo die Mitarbeiter Hunderttausende von Anträgen nicht abarbeiten konnten. Die Registrierung ist zusammengebrochen und erst Ihre eigene Kanzlerin musste die Notbremse ziehen und Herrn de Maizière, den Kanzleramtsminister Peter Altmaier, vor die Nase setzen, um diese Behörde wieder auf Trab zu bringen. Auch deswegen kann es sein, dass ein Mann wie Anis Amri mehrere Bühmer-Bescheinigungen bekommen konnte, ohne dass er vom Bund identifiziert worden ist. Und uns interessiert auch, Herr Laschet, warum der Bundesinnenminister im letzten Jahr nach Tunesien, Marokko und Algerien gereist ist, um dort für Rücknahmeabkommen zu werben, und warum es bis heute nicht gelingt, die Menschen zurückzuführen und allenfalls tröpfchenweise Menschen in diese Staaten rückgeführt werden. Für die Durchsetzung der Interessen der Bundesrepublik Deutschland bei der Rückführung der Menschen bedarf es keiner einzigen Gesetzesänderung. Einfach nur guter Politik, einfach nur eines Rücknahmeabkommens, das sicherstellt, dass die internationalen Spielregeln von den Maghreb-Staaten auch eingehalten werden. Und dafür ist Bundesinnenminister Thomas de Maizière ganz persönlich verantwortlich. Und möglicherweise wäre ja, wenn Herr de Maizière seine eigenen Versprechungen eingehalten hätte, Anis Amri schon längst nach Tunesien abgeschoben worden. Wir Grüne setzen uns für eine vorbehaltlose Aufklärung des Behördenhandels ein. Und ich meine des wirklichen Behördenhandels, der Behörden, die unter Zeitdruck Prognosen abgeben müssen, die unter Personalmangel leiden. Und deswegen lese ich Ihnen mal vor, was der Spiegel in seiner neuesten Ausgabe über das Landeskriminalamt Berlin sagt. Das Landeskriminalamt Berlin, das Amri auf richterliche Anordnung überwachen sollte, konnte die Aufgabe mangels Personals und Ressourcen von Anfang an nur anlassbezogen erfüllen. Das ist die wirkliche Welt der Sicherheitsbehörden in unserer Bundeshauptstadt. Nach 5 Jahren CDU-Innensenator und 12 Jahren Bundesinnenminister seitens der CDU. Eine personell unterbesetzte Polizei, die mit ausgemusterten Pistolen aus Schleswig-Holstein auf die Straße geschickt wird und wo die Operativmaßnahmen zu gefährden, mangels Personals nicht ordnungsgemäß durchgeführt werden können. Sind das, Herr Kollege Laschet, die Zonen der unterschiedlichen Sicherheit, die Sie vorhin in Ihrer Rede beschrieben haben? Und erst jetzt, wo der Regierungswechsel in Berlin stattgefunden hat, werden 1.000 neue Stellen bereitgestellt und es werden neue Sicherheitsausrüstungen für die Polizei beschafft. Was wir dort sehen, das ist die Polizei des schlanken Staates gewesen. Die Wahrheit ist doch, ein schlanker Staat ohne ausreichende Mittel ist ein schwacher Staat. Und ein schwacher Staat kann nicht für ausreichend Sicherheit sorgen. Das ist der Unterschied zwischen Nordrhein-Westfalen einerseits, dem Land Berlin und dem Bund auf der anderen Seite. Wir haben hier in Nordrhein-Westfalen mehr Stellen geschaffen bei Polizei, bei der Justiz, bei den Staatsanwaltschaften und auch beim Verfassungsschutz und auch für eine sehr gute Ausrüstung gesorgt. Während die Union Personalabbau immer wieder predigt, auch 2013 und 2014 wieder, haben wir für mehr Sicherheit gesorgt. Und das müssen die Menschen, wenn sie der CDU-Politik bitter bezahlen. Erst mit weniger Sicherheit und dann auch noch mit dem Abbau von Bürger- und Freiheitsrechten. Das ist nicht in Ordnung. Und ich will an dieser Stelle auch sehr klar sagen, wir machen mit unserem Antrag deutlich, dass wir Vorschläge, auch wenn sie nicht von uns kommen, nicht reflexhaft ablehnen, aber sie auch nicht unkommentiert und ungeprüft übernehmen. Wir wollen den Begriff Gefährder verfassungsgemäß gesetzlich definieren. Und wir wollen die Gefährder besonders in den Blick nehmen. Wir setzen uns für einen länderübergreifenden Informationsaustausch ein, wollen aber bewährte Strukturen nicht einfach zerschlagen. Unser Handeln ist zielgerichtet und nicht aktionistisch wie Ihres. Und Herr Laschet, nach all dem, was ich beschrieben habe, merken Sie ja schon, dass bei Ihnen auch einiges falsch läuft und deswegen halten Sie sich mit Rücktrittsforderungen gegenüber dem Innenminister hier in Nordrhein-Westfalen etwas zurück. Schlichtere Gemüter wie der Kollege Siebecke, Vorsitzender des Innenausschusses, stört das offensichtlich weniger. Für ihn ist das Hauptproblem der deutschen Sicherheitspolitik, und ich zitiere hier, das falsche und kranke Staatsverständnis der Grünen, eine Partei, die ja offensichtlich, wie wir wissen, Heerscharen von Bundesinnenministern stellt, die kranken Gedankenwelt, die tief in der grünen Parteiseele verankert sind, sollen an allem schuld sein, so Siebeckes
psychiatrisches Gutachten. Herr Kollege Laschet, ich habe Sie das letztes Jahr schon in Bezug auf Herrn Kruse gefragt. Ist das Ihre Meinung? Ist das die Position der CDU Nordrhein-Westfalens? Ist das der neue Stil der Auseinandersetzung, die wir hier im Wahlkampf zu erwarten haben? Darauf hätte ich gerne eine Antwort. Die FDP, das hat sie eben noch einmal deutlich gemacht, fordert den Rücktritt des Innenministers von Nordrhein-Westfalen, aber nicht den Rücktritt des Bundesinnenministers und auch nicht des Generalbundesanwaltes. Warum eigentlich nicht? Für uns stellt uns sich zum Beispiel die Frage, warum der Generalbundesanwalt das Verfahren gegen Anis Amri nach unten, nach Berlin wegdelegiert hat. Hat das möglicherweise was mit der Personallage in dieser Institution zu tun? Hat das vielleicht was mit der schlechten Personalausstattung durch den Bundeshaushalt zu tun? Und wieso ist eigentlich die Einstellungsverfügung in dem Strafverfahren gegen Anis Amri seitens der Generalstaatsanwaltschaft Berlin bis heute nicht aufgetaucht? Und wieso haben die Verfassungsschutzämter des Landes Berlin und des Bundes nicht nach Einstellung des Verfahrens Herrn Amri wieder ins Visier genommen? Das alles, liebe Kolleginnen und Kollegen, sind doch wichtige Fragen. Diese Fragen müssen aufgeklärt werden, damit wir nicht voreilig Strukturen zerschlagen, die wir eigentlich noch brauchen, und Gesetze verschärfen, die wir eigentlich nicht brauchen. Aber auch Herr Lindner hatte bereits die Schuldigen ausgemacht. Für ihn ist es, und ich zitiere hier erneut, die Lichterkettendenke der Grünen, die das Vertrauen in unseren Rechtsstaat untergräbt. Wissen Sie eigentlich, wo die Lichterketten zuletzt groß im Einsatz gekommen sind? Anfang der 90er Jahre hier in Nordrhein-Westfalen, als es Übergriffe auf Flüchtlingsheime gab, wo es einen Anschlag auf eine türkische Familie in Solingen gab, bei dem mehrere Menschen zu Tode gekommen sind. Ich finde das schon infam und abscheulich. Und ich empfehle Ihnen ehrlich gesagt auch einen Ausflug ins Internet. Und da können Sie mal sehen, wo Sie da Anleihen nehmen mit Ihrer Rhetorik. Sie machen Anleihen, Sie, die ein faires Abkommen für den Landtag machen wollten, nehmen Anleihen zum Beispiel Politically Incorrect oder bei Politikstube. Das sind rechtspopulistische Hetzer, die genau diesen Wortlaut aufnehmen. Und wenn Sie, Herr Kollege Lindner, auch noch suggerieren, dass Tunesien und andere Länder dorthin nur abgeschoben werden können, wenn sie als sichere Herkunftsländer deklarieren, dann ist auch das in der Sache falsch und infam. Tatsächlich stehen wir Grünen für mehr Rückführung in diese Länder, und es scheitert, ich habe es eben schon mal ausgeführt, daran, dass die Passpapiere nicht vorliegen. Und hier müsse Herr de Maizière liefern. Nur für jede Abschiebung in ein anderes Land und für jede Rückführung sind Passpapiere erforderlich. Hier scheitert der Bundesinnenminister gnadenlos. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich will es an der Stelle deutlich sagen. Wir Grünen wollen den islamistischen Terror entschieden bekämpfen, mit allen, und ich betone, mit allen rechtsstaatlichen Mitteln, präventiv und repressiv. Und deswegen setzen wir konsequent auf rechtsstaatliche, grundrechtsschonende und sicherheitsfördernde Maßnahmen, auf die zielgerichtete Abwehr von Gefahren und die effektive Beobachtung und Festsetzung von Gefährdern, statt, wie Sie, auf untaugliche und sicherheitspolitisch außerordentlich fragwürdige Massenüberwachung oder andere Placebos. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Bürgerinnen und Bürger erwarten jetzt eigentlich ein Zusammenarbeiten der Politik. Sie haben kein Verständnis dafür, wenn politische Geländegewinne auf Kosten der Freiheit und der Sicherheit gemacht werden sollen. Auch wenn Sie jetzt das gemeinsame Gutachten ausgeschlagen haben, bitte ich Sie, weiter an der Sache zu arbeiten, und wenn Sie die Gutachten vorlegen, dass wir sie gemeinsam auswerten und verwerten. Da biete ich Ihnen ausdrücklich die Zusammenarbeit der Koalitionsfraktion an. Das sind wir den Opfern, den Bürgerinnen und Bürgern und unserem Rechtsstaat schlichtweg schuldig. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Musa.